Diese CD führt Sie in eine Atemmeditation ein. Wenn Sie wollen, können Sie gleich beim ersten Hören mitmachen. Bleiben Sie dabei ruhig erst einmal in Ihrem Sessel oder auf Ihrem Stuhl sitzen und folgen den Anleitungen für die Sitzhaltung so gut Sie können. Die Sitzhaltung am Boden können Sie dann später ausprobieren. Wenn Sie bisher noch nicht meditiert haben, machen Sie vielleicht gleich ein paar interessante neue Entdeckungen. Durch Meditation lernt man in erster Linie den eigenen Geist genauer kennen. Und wenn ich vom eigenen Geist spreche, meine ich nichts Hochabstraktes oder Philosophisches. Ich spreche von der Geistesverfassung, in der Sie jetzt, in diesem Augenblick sind. Mit dieser unmittelbaren, direkten Erfahrung des eigenen Geistes beginnt Meditation. Durch buddhistische Meditation lernt man, seine tatsächliche Erfahrung klar zu spüren und wahrzunehmen und sich dieser Erfahrung zu stellen. Ich werde Sie nun in eine Meditationspraktik einführen, die in der buddhistischen Tradition Anapanasati heißt, zu Deutsch Vergegenwärtigung des Atems oder Achtsamkeit beim Atem. Diese Methode wurde vom Buddha vor 2500 Jahren gelehrt. Sie ist aber sehr wahrscheinlich noch viel älter. Mit der Anapanasati-Meditation oder der Vergegenwärtigung des Atems entwickelt man die Fähigkeit, aufmerksam, achtsam und geistesgegenwärtig zu sein. Die Vergegenwärtigung des Atems hilft dem Geist, sich zu entspannen und sich um ein einziges Objekt zu sammeln. Diese Sammlung oder Konzentration kann man aber nicht mit sozusagen zusammengebissenen Zähnen erzwingen. Man will sich auch in der Meditation um Konzentration bemühen, aber das geschieht auf möglichst entspannte Weise. Bringen Sie die Aufmerksamkeit nach jeder Ablenkung wieder und wieder sanft und geduldig, ohne zu forcieren, zum Konzentrationsobjekt zurück. Wenn Sie diese Meditation regelmäßig üben, werden Sie mit der Zeit auch in Ihrem Alltag weniger abgelenkt und zerstreut sein. Auf lange Sicht kann Ihr gesamtes Erleben und Ihre ganze Persönlichkeit klarer, wacher und gerichteter werden. Die eigentliche Methode der Vergegenwärtigung des Atems ist sehr einfach. Man richtet seine Aufmerksamkeit bloß auf seinen Atem, so wie er in den Körper hinein und wieder herausströmt. Sie nehmen wahr, spüren, fühlen, wie der Atem ganz von allein kommt und geht. Das ist alles. Halten Sie Ihr Gewahrsein, Ihre Aufmerksamkeit einfach bei den Empfindungen, die der natürliche Atemfluss in Ihrem Körper hervorruft. Wenn Sie bemerken, dass Ihre Aufmerksamkeit vom Atem abschweift, bringen Sie sie sanft, geduldig, aber bestimmt zurück. Wenn Sie auf diese Weise Ihren Geist immer wieder zurückbringen, gewöhnt er sich allmählich daran, beim Atem zu bleiben. Die Ablenkungen werden seltener, Ihre Konzentration wird tiefer und stabiler, und es fühlt sich so an, als würden ihre zerstreuten Kräfte mehr und mehr in eine gemeinsame Richtung fließen. Dieses Erlebnis ist mit Freude und Genuss verbunden. Aber vielleicht fragen Sie sich, warum man denn ausgerechnet den Atem benutzt. Nun, der Atem ist nur eines von unzähligen Konzentrationsobjekten, die man wählen könnte. Der Vorteil des Atems als Brennpunkt der geistigen Sammlung liegt darin, dass zunächst die Empfindung selbst sehr deutlich ist. Dann kann der sanfte Rhythmus des Atems einen beruhigenden Effekt haben. Die sinnliche Erfahrung des Atmens an sich ist sehr vielseitig und interessant, schön und befriedigend. Unser Atem ist ein regelrechtes Wunder. Er ist der Atem des Lebens. Alle Lebewesen brauchen in jedem Augenblick ihren Atem, um zu existieren. Darüber hinaus gibt es auch einen gewissen Zusammenhang zwischen dem Atem und unserer Geistesverfassung.
Wenn wir aufgeregt sind, wird unser Atem schneller. Wenn sich unser Körper entspannt und ruhig wird, beruhigt sich auch unsere Atmung. Und wenn unser Atem ruhiger wird, wird auch unser Geist stiller. Aus diesem Grunde hat man seit alters her den Atem als Konzentrationsobjekt für die Meditation benutzt. Bevor ich die Übung im Detail erkläre, einige Hinweise und ein kurzer Überblick. Suchen Sie sich einen schönen, angenehmen Platz zum Sitzen, wo man Sie nicht stören wird. Schalten Sie das Telefon ab oder den Anrufbeantworter ein. Wenn Sie wollen, schaffen Sie eine angenehme, einladende Atmosphäre für Ihre Meditation. Mit ein paar Blumen, einer Kerze, einem Bild, das Sie inspiriert, oder etwas Ähnlichem. Nehmen Sie sich vor und nach der Meditation genügend Zeit. Beginnen Sie nicht überhastet. Bauen Sie immer zuerst Ihre Sitzhaltung sorgfältig auf. Sitzen Sie dann 2 oder 3 Minuten einfach still da und nehmen Ihre augenblickliche Verfassung wahr. Erst dann ist man ausreichend vorbereitet, um mit der eigentlichen Übung beginnen zu können. Nehmen Sie sich auch nach Ende der formalen Meditation wieder 2, 3 Minuten Zeit. Am besten noch, bevor Sie sich überhaupt bewegen. Sitzen Sie nur still da und spüren und erleben die Wirkung der Übung. Versuchen Sie sich vor jeder Meditation selbst zu motivieren. Zum Beispiel mit Worten wie: Durch diese Meditation will ich Geistesruhe, Entspannung und Klarheit erreichen. Ich werde nicht beim ersten Widerstand aufgeben und geduldig an meinem Geist arbeiten. Zur Sitzhaltung sage ich gleich mehr, unmittelbar bevor ich Sie durch die Meditation leiten werde. Im Übrigen finden Sie im Beiheft ausführlichere Erläuterungen zur Meditationshaltung. Ich empfehle, mit geschlossenen Augen zu meditieren, vor allem um Ablenkungen durch optische Reize auszuschließen. Nur wenn man müde ist, kann es von Vorteil sein, die Augen zu öffnen und den Blick vor sich auf den Boden zu richten. Den Atem versucht man in der Übung ganz seinem natürlichen, sich selbst regulierenden Fluss zu überlassen. Also auf keinen Fall willentlich zu beeinflussen oder zu kontrollieren. Die ganze Praktik umfasst 4 Abschnitte. Jeder der folgenden Abschnitte dauert 5 Minuten und beginnt und endet mit einem Glockenzeichen. Das klingt so. Sie brauchen sich jetzt keine Einzelheiten zu merken. Ich wiederhole alles Wesentliche beim Durchleiten. Wenn Sie meditieren, werden Sie sehr wahrscheinlich bemerken, dass Sie oft abgelenkt werden. In den ersten 2 Abschnitten der Meditation, der Vergegenwärtigung des Atems, bedient man sich einer einfachen Methode, um dem abzuhelfen. Im ersten Abschnitt zählen Sie einfach jeden Atemzug, und zwar nach Ende jeder Ausatmung. Einatmen, ausatmen und dann zählen Sie still 1. Einatmen, ausatmen 2. Ein, aus 3. Und so weiter, bis Sie beim 10. Atemzug angekommen sind. Ein, aus 10. Und beginnen dann wieder mit ein, aus 1 und so weiter. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht der Atem. Das Zählen ist nur ein Hilfsmittel, um allmählich ununterbrochene, lückenlose Achtsamkeit aufzubauen. Im 2. Abschnitt zählen Sie vor jeder Einatmung. Sie zählen also 1, ein aus, 2, ein aus und so weiter bis 10, ein aus und beginnen dann wieder bei 1. Hier muss man sich also auf die kommende Einatmung einstellen, sie quasi vorherahnen und kurz vorher zählen. Und das verlangt etwas mehr Konzentration als das Zählen nach Ende der Ausatmung im 1. Abschnitt. Im 3. Abschnitt hören Sie mit dem Zählen ganz auf und achten nur noch auf den Atem, so wie er von allein kommt und geht. Im 4. und letzten Abschnitt richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Punkt oder den eng begrenzten Bereich, an dem Sie die Luft zuerst in den Körper eintreten spüren. Das ist möglicherweise am Rande der Nasenlöcher
oder weiter im Inneren der Atemwege oder an der Haut zwischen Oberlippe und Nasenspitze. Bevor Sie die Meditation beenden und aufstehen, kehren Sie zuerst zu einem allgemeinen Gewahrsein Ihrer selbst zurück und machen sich Ihren Körper und Ihre Umgebung wieder deutlicher bewusst. Nun haben Sie die notwendigsten Informationen und können das Ganze jetzt praktisch ausprobieren. Bereiten Sie Ihren Sitz vor. Eine Unterlage, ein Meditationskissen oder ein Meditationsbänkchen. Der beste Ersatz für ein Meditationskissen sind zwei klein und fest zusammengefaltete, übereinander gelegte Decken. Oder benutzen Sie einen Stuhl und etwas zum Stützen der Hände. Sie können hier für Ihre Vorbereitung die CD unterbrechen, wenn Sie wollen. Sitzen Sie bequem. Sie haben Ihre Sitzhöhe und Sitzweise, wenn Sie am Boden sitzen, so gewählt, dass beide Knie fest auf dem Boden ruhen. Das Becken ist bei jeder Sitzweise aufrecht. Und die Wirbelsäule streckt sich, ihrem natürlichen Schwung folgend, gegen den Scheitel hoch zur Decke. Die Hände ruhen schalenförmig ineinander gelegt, hoch genug, am besten auf einer Unterlage im Schoß oder einzeln auf den Oberschenkeln. Schließen Sie dann die Augen, ziehen Sie Ihre Aufmerksamkeit von äußeren Sinneseindrücken zurück und richten Sie auf Ihr inneres Erleben. Die ganze Körperhaltung ist aufrecht, wach und lebendig und gleichzeitig so entspannt wie möglich. Stellen Sie sich nun vor, dass körperliche Spannungen mit der Atemluft, mit jeder Ausatmung einfach aus dem Körper abfließen. Entspannen Sie zuerst das Gesicht. Mit jedem Ausatmen wird das Gesicht ein wenig gelöster. Die Haut an Stirn und Schläfen wird glatt. Haut und Muskulatur im ganzen Gesicht lassen los. Die Augen entspannen. Die Augäpfel werden weicher. Und auch der Blick hinter den geschlossenen Lidern geht, wohin er von allein gehen will. Dann lassen Sie auch Anspannungen aus Lippen und Mundwinkeln einfach abfließen. Die Zungenspitze berührt den Gaumen leicht oberhalb der Schneidezähne. Mit den nächsten Ausatmungen, ohne dass Sie in der oberen Brust dabei zusammensinken, entspannen Schultern und Schulterblätter seitwärts und nach hinten. Dann entspannt der Bauch. Die Hände, jeder einzelne Finger. Erleben Sie Ihren ganzen Körper als still.
Nur eine Bewegung gibt es noch. Die Bewegung des Ein- und Ausatmens. Behalten Sie die gute Körperhaltung bei, während Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt mehr und mehr dem Atem zuwenden. Lassen Sie Ihren Geist sich allmählich mehr und mehr um die Empfindungen von Ein- und Ausatmung sammeln.